Hi Leute, willkommen bei Stocky VR. Ich gucke mir heute an Waltz of the Wizard. Das gibt's seit dem 27. August im PlayStation Store für gut 12 Euro, für 11,99 €. Und vielen Dank dafür an den Entwickler Aldin, die uns das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Und das Ganze werden wir uns jetzt hier mal anschauen. Man muss ja irgendwie was zaubern. Ich weiß es noch nicht genau, was uns hier erwartet. Geht hier einfach mal rein. Ich spiele das Ganze ja, wie ihr seht, mit den Move-Controllern. Und es ist schwarz. Ah ja. So. Also die Grafik sieht soweit ganz okay aus. Bisschen blurry, also die Schriften hier von diesen Kugeln da kann ich schon mal nicht mehr so richtig erkennen. Muss ich dich da rangehen? Okay. So, was haben wir hier? Dann haben wir hier unseren Zaubertrank, Kessel oder was? Aber coole Wassereffekte. Das gefällt mir. Ih, hier war eine Ratte. Wasser sieht cool aus. So, was haben wir denn hier alles? Ein Auge. Ist das hier eine Voodoo-Puppe oder was? Also ich kann Sachen greifen mit der T-Taste. Ein Auge. Oh. So, was muss ich denn hier eigentlich machen? Was haben wir hier? Eine Armbrust. Oh shit. Runtergefallen. Wie komme ich denn da jetzt wieder ran, wenn die runtergefallen ist? Ah ja. Eine Trompete. Gut. Okay. Irgendwas ist passiert, glaube ich. Was muss man hier machen? Clear Magic. Ih, die Ratte. Was ist das? Keine Ahnung. Also hier sind verschiedene Zaubersprüche anscheinend. Was kann ich damit machen? Was ist, wenn ich so einen Zauberspruch hier mal ins Wasser schmeiße? Oh ja, das ist why anyone would want to, it's difficult to say. But use the spell and you let out a swarm of frogs. Huch, Frösche. Hä? Alles, was ich anfasse, wird zum Frosch. Komm her, du. Warum wird das jetzt alles zum Frosch? Ich kann nichts mehr anfassen, weil alles zum Frosch wird. Okay. Clear Magic. Ah, jetzt ist der Zauberspruch wahrscheinlich dann zu Ende. Okay. Aha. So, was haben wir hier? Super Size. A wizard once became annoyed at catching two small fish. So he made a potion that would make them bigger on his dish. Okay, also jetzt wird alles, was ich anfasse, riesengroß. So, was haben wir hier noch? Erstmal den Zauber wieder resetten. Was macht der? The old one spoke of strings that tie reality together. Okay, jetzt habe ich anscheinend die Schwerkraft irgendwie außer Funktion gesetzt.
So, dann haben wir noch Fireworks. Reach out for an object to set it in swift motion. Once it's moved for long enough, it ends with an explosion. Simply touch something. Huch, also ich teleportiere mich mit der rechten Move-Taste, mit der linken auch. Okay. Gibt es da noch eine andere Steuerungsmöglichkeit außer... Also auf der Quadrat-Taste ruft man das Menü auf. Locomotion. Teleport ist jetzt aktiv. Jetzt Telepath. Was ist Telepath? Telepath. Hä? Okay, ich gebe ihm einen Weg vor und dann läuft er automatisch diesen Weg ab. Okay. Oh oh. Bisschen unheimlich ist schon hier, ne? Smooth Movement. Ah, okay. Freie Bewegung habe ich jetzt. Jetzt ist er wieder weg. Hallo. Oh Gott. Also, jetzt ist alles, was ich anfasse, anscheinend wird zu einem Feuerwerk. Ah ja. So, ich gehe mal zurück zum Zaubertisch hier. Habe ich eigentlich jetzt irgendwie eine spezielle Aufgabe oder was ist hier los? Ich resette mal den Zauberspruch. Air Drawing. Imagination stirs the planet. Its potential endless. Okay, ich kann in der Luft. It through your fingertips. The whole world is your canvas. Kann ich mein Kunstwerk hier sogar anfassen? Das ist ein Zauber. Der Trank, der Reinmann. Nice try. Ja, ne? Guter Versuch. Okay, was war das? Und dann haben wir noch Feuerbälle. Many men have dreamt of having its destructive power. Oh. Grow a fire in your hand and destroy your town. Okay, ich kann Feuerbälle schmeißen. Cool. Ich habe die Uhr getroffen. Guck mal, der bewegt sich doch da, der Ritter. Tja, so, was soll ich machen? Kann ich damit jetzt schießen? Huch! Zaubersprüche rum, oder? Da vielleicht? Oh. Ist das ein Zauberspruch? Nee. Glaube nicht. So, den Zauber habe ich erstmal wieder resettet. Also irgendwie wird mir jetzt hier aber auch nicht gesagt, was ich tun soll.
Sieht aus wie so ein Horn von so einem Einhorn. Ich kann Schach spielen. Ich könnte auch mal Xylophon spielen. C, D, H, D. D, C, D, H, D. The observers wield power from beyond our own reality. They've been. Oh, was jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Note the cage. It has captured another human specimen. Kann mich nicht bewegen? Destroy the creature if it attempts to escape. Let the record show that the human has noticed the dancing lighthouse. Was soll ich machen? Look, it has seen us. Ich kann mich nicht von der Stelle bewegen. Was habe ich jetzt denn hier? Was wollt ihr von mir? Oh, Scheiße, ist kaputt. It broke it. Oh, such stupidity. Bisschen gruselig, oder? Also ich sehe jetzt hier so eine Gestalt irgendwie rumstehen, aber. Hi. This pathetic creature has wasted our time long enough. Send it back to where it came from. Oh, sie schicken mich zurück. Oh. Ah, den schießen wir jetzt mal ab. Ach, shit. Ha! That's five. You're on a streak. Mann. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber. Oh.
Da ist irgendwie so eine Anzeige da am Fenster. Die füllt sich immer. Ich weiß aber nicht, was es mir bringt. Komm, die Anzeige ist ja gleich voll. You're almost done. Only 5 to go. That could have gone better. Und nu? Hat es mir was gebracht? Also, was soll ich hier machen? Oh. Einfach mal alles kaputt machen. Oh, der schießt auf mich. Na gut, aber was soll ich jetzt hier machen, ist die Frage. Wir packen jetzt hier einfach mal ein paar Sachen in den Kessel hier rein. Man braucht ja auf jeden Fall so ein... Recipe contains one ingredient for each category. Ah, ein bisschen davon. You seem distracted, Master. There are 3 types of ingredients. Use one of each. Es sind 3 Arten von irgendwas. Irgendwas. Why are you using 2 ingredients of the same kind? Ah, Laserschwert. Try another type. Ey, ich hab Symphonie. Hab ich rausgefunden. Come on, try again. Ingredients go in the pot. Anything else does not. Using 2 ingredients of the same kind will not produce a meaningful result. 2 ingredients? Was heißt das? Magnetize. Can't be seen with naked eyes. Bring them under your control and make everything magnetize. Wo ist ein Magnetize? Da oben. There are powers in the north and south that can't be seen with naked eyes. Bring them under your control and make everything magnetize. Also ich kann hier anscheinend, hier habe ich ja diese 3 Platten. Und wenn ich davon Sachen kombiniere, dann kommt ein anderer Zauberspruch raus. Nehmen wir den da rein. Der ist hier. Und die Voodoo-Puppe. Weightless. With his power, it
will seem like they're in outer space. Also, dann fehlen mir doch noch drei Zaubersprüche. Also, ich weiß leider nicht mehr genau, was ich jetzt schon kombiniert habe. Ich nehme mal das, ein Tröpfchen davon und den grünen. Try another ingredient. Den will ich nicht. The recipe contains one ingredient from each category. Ich dachte, die Kategorie fehlt mir noch. Jetzt habe ich wieder was. A single touch from Transmute makes objects fly and flutter by. Hold very still for them to land, and you may meet the butterfly. Poke something! Poke something. Huch. Okay, jetzt ist alles, was ich anfasse, wird zu Schmetterling. Aber ich weiß nicht, was mir so ein Zauberspruch nutzen soll. Also zwei Zaubersprüche. Puppeteer und Miniaturize. Vielleicht einmal das. Einmal das. Und einmal das. You've already mixed those ingredients. Ah, habe ich schon. Okay. You should try something different. Puppeteer. Filling it with powers. Move and let go anywhere. Their dance will last for hours. Okay. Ich kann ein Objekt hier irgendwie in der Luft platzieren und dann macht das die Bewegung. Aha. Okay, ist ja lustig. Reset. So, ein Zauberspruch fehlt mir noch. Machen wir jetzt hier das rote. You've combined those ingredients before. Try something new. Wo ist denn der grüne hier? Oder war das der hier? Ja. You already combined those ingredients. Try a different combination. You've already mixed those ingredients. You should try something different. Und? Haben wir. Who had a closet full of junk. Trophäe. She imagined she'd fit more in there if all her items shrunk. Just poke something. Okay, Objekte schrumpfen. Alles klar. Sehr schön. So, die Frage ist, was soll ich tun? Komme ich da irgendwie runter hier? Ne. So, was sind das für Trophies? Okay. Master of the Maze. Mhm. Also, mir ist immer noch nicht so ganz klar, was ich jetzt eigentlich machen soll. Okay, also wenn ich die richtige Melodie spiele, werde ich hier irgendwo anders hin teleportiert. Wo bin ich denn jetzt? Die Frage ist, habe ich einen Zauberspruch? Okay, ich habe jetzt meinen Feuerzauber. Komme ich da ran?
Nee. So. Kann ich eigentlich auf Smooth Dings umschalten hier? Smooth Movement. Nein. Ist nur Snapturn. Recenter. Okay. Oh. Oh. Hier ein Schwert. Armbrust. Oh, oh. Hat da einer um die Ecke geguckt? Oh, oh. Ganz schön gruselig. Alter. Oh, Mann. Oh, oh. Fuck. Sieht nicht gut aus. Oh oh. Renne! Scheiße. Schneller, schneller, schneller. Oh, ich bin tot. Kacke. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Oh, ich bin erschrocken. Ich wusste gar nicht, dass das Spiel so gruselig ist. Geh mal da lang. Wow. Jetzt gar nicht darauf vorbereitet, dass das Spiel so gruselig ist. Macht mich gerade voll fertig. Oh, oh, ich höre einen. Ich glaube, ich nehme mal das Säbel hier. Ich höre schon wieder ein. Da war da einer. Mann. Ich sehe dich. Dich sehe ich auch. Dich auch. Okay, also die Gegner stellen Gott sei Dank nicht so die Bedrohung dar. Wenn man sie rechtzeitig sieht, auf jeden Fall. So, laufe ich mal den Turm hier hoch. Oh Gott! Irgendwas. Mal dahin. Kann ich die aufmachen? Nein.
Abkürzung. Ne. Ich glaube, ich muss mehrere von diesen Strahlen aktivieren. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Okay. Aber da war ich doch schon eigentlich in der Richtung. Oh. Puh. Und hier ist eine Sackgasse. Verdammt. Ich muss da zu diesem Turm. Kann man irgendwie rennen oder so? Naja. Also, der Turm, den habe ich. Wo ist die Tür? Da. Dann gehe ich mal hier lang. Ah, das war doch vorhin, wo ich drauf gegangen bin, ja. Okay. Go, go, go. Diesmal schaffe ich es. Ich gucke nicht nach hinten. Ja. Ist dadurch vielleicht jetzt irgendwie ein Weg frei geworden? Nee, glaub nicht. Oh Gott! Fehlt noch einer. Da ist die Tür, die kann ich öffnen mit dem Handabdruck hier. Oh. Also ich finde diesen Feuerstrahl eigentlich am besten, um sich zu verteidigen. So, dann muss ich da hinten hin zu dem Turm. Die Tür kann ich jetzt auch aufmachen. Ah ne, Return. Nein, Return will ich nicht. Man müsste wahrscheinlich durch die Tür durchkommen, oder? Tja, guck
komme ich da hin? Jetzt laufe ich schon wieder die große Runde hier. Vielleicht brauche ich dafür einen anderen Zauberspruch. Was ist denn mit dem Kopf? Was ist denn, wenn ich hier lang gehe? Ah, hier war ich noch nicht. Oh, scheiße. Sieht doch mal Falle aus. Warum bin ich denn so ein Schisser? Schwert will ich nicht. Meine Feuerbälle gefallen mir eigentlich ganz gut. Auf die Distanz zu zählen ist nicht so einfach mit dem Feuerball. Gut, dann gehe ich mal da hoch. Okay. Dann wieder runter. Durch die Abkürzung. Leider immer so schlecht, was er sagt. Insolent fool, be gone! Verstehe nicht, was er sagt. Aber offensichtlich bin ich wieder zurück. Okay. Ich habe hier übrigens noch eine Kugel. Da gucke ich mal noch schnell rein. Und dann reicht das, glaube ich, auch schon als kleiner First Look hier. Ich spiele, glaube ich, schon eine Stunde oder sowas. Nee, Quatsch. Das ist nur das andere C. C, C, D, C, D. Nee. Warum nicht einfach so? C. B. Hey, was ist mit dem Tracking los? C, G, C.
One bright day, two brothers. Oh, bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich bei Arizona Sunshine. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann Steine schmeißen, Münzen aufnehmen. Was passiert? Ich bin wieder zurück. Okay. Kann ich auch den Hexenbesen nehmen, damit rumfliegen? Bisschen sauber machen. Spinnenbeben. Nö. Hä? Oh, der Besen hebt ab. Cool. Also ich glaube, man kann hier noch eine ganze Menge entdecken. Auch wenn ich jetzt noch nicht so richtig das Ziel des Spiels erkannt habe. Aber es macht Spaß, so nach und nach rauszufinden, was man hier machen kann, machen soll. Das ist nicht verkehrt. Und ich glaube, für 11,99 ist das ganz okay. Ja, also. Dann reicht mir das jetzt erstmal als kleiner Ersteindruck. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da und ein Abo, falls ihr es noch nicht abonniert habt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne in unseren Discord kommen, den wir seit kurzem haben. Da werden wir auch ab und zu mal Keys reinstellen, die es zu gewinnen gibt. Es gibt auch demnächst einen Key für dieses Spiel hier, Words of the Wizard, zu gewinnen. Dazu gibt es aber noch ein Verlosungsvideo, das werden wir dann demnächst online stellen. Also, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.